Ist ja alles schön linear hier in Call of Duty. Mann, ich habe gerade nachgeladen, du Lappen. So. Die haben wir weggerotzt. Und jetzt. Hier lang. Oh, der lebt noch, Alter. Okay. So, jetzt hier rum. Mann, verreck doch. LOL! LOL! Von wo kam der denn jetzt? Das verstehe ich nicht. Alter, der kam von hinten an, dieser Lappen. Ich mag das nicht von hinten. Gott. So, du bist weg. Alter. Junge, die kommen ja durch gar nichts durch, die PDW mit Schalldämpfer. So, dann werde ich mal probieren. So. Das ist nämlich eine geile Granate. So, noch irgendjemand? Laden wir erstmal nach und ich würde sagen, bevor da noch jemand kommt, erstmal hier eine Blendgranate rüber. Ja, da ist jemand. Das ist Salazar. Gut. Lol. Lol, jetzt haben die mich geflasht. Idioten. Salazar merkt auch gar nichts. Mensch, Salazar. Das wird nichts mit dem Jump. Und weiter geht's. Noch jemand? Will noch jemand sterben, ha? So. Da sind sie alle. Da ist noch rechts einer. Perfekt. Ja, der Millimeter-Scanner hat schon mal was gebracht jetzt. Für Stealth-Missionen ist sowas immer gut. Auf zum Aufzug. Mit dem Aufzug ins obere Stockwerk. Verstanden. Ich treffe mich mit Harper. Übrigens, wenn ich es mal so bemerken darf, wir haben kaum mehr Muni auf der PDW. Chloe. Sie? Chloe, Sie müssen sofort mitkommen. Wer sind Sie? Woher kennen Sie meinen Namen? Ich bin Mike Harper. Ich bin ein Navy SEAL. Lassen Sie die Finger von mir. Hey, hören Sie zu. Ihr Leben ist in Gefahr. Terroristen sind hinter Ihnen her. Terroristen? Wovon reden Sie? Servus, du siehst scheiße Chloe. Aus. Also hier von dem Model her. Von der Grafik. Wir sind unterwegs. So. Dann würde ich sagen, wenn der Türsteher uns durchlässt, können wir eine schöne Party feiern hier, ne? Oh Mann, die Gespräche sind ja auch hier. Naja. Okay, dann gehen wir weiter zu Chloe und retten sie mal, würde ich sagen. Der Türsteher lässt uns auch durch. Oh, was für ein Luxus hier. Harper, wo bist du? Wir sind auf der Tanzfläche. Bin unterwegs. Harper, das ist eine Mission, ja. Oh, nee, nicht diese Musik. Ah, ich gehe, tschüss. Nein, die Musik ist scheiße. Alter, hören die in der Zukunft nur noch so ein Möchtegern-Dubstep-Scheiß-Tracks-Dingens? Das ist im Multiplayer schon nervig hier. Auf so einer ähnlichen Map. Boah. Na gut, okay. Weiter. Jetzt gibt's hier gleich wahrscheinlich eine mächtige Ballerei, wo alle Menschen sterben. Total unauffällig. Ah, ich sag doch, hier gibt's gleich eine fette Ballerei. Alter, wir haben eine PDW im Rucksack, ja? Kein Schussfeld. Zu viele Geiseln. Sekunden, Chloe. Nein! Feuer eröffnen! Okay, dann eröffnen wir auch mal das Feuer. Los, hey, ich hab gesagt Feuer eröffnen. Meine Fresse. Da, wo ist meine Waffe? Die Waffe habe ich gar nicht eingepackt, aber na gut, okay. Lol, sind wir irgendwie unsterblich, dauernd prassend Kugeln auf mich ein. Und die treffen auch irgendwie gar nichts. So. Wir müssen ihre Bewegungen orten, Farid. Wir können sie nicht vom Schiff lassen.
Schon da lang, ne? Also hier, Zwischensequenz, okay. Gut. Also die Mission hat mich schon mal ein bisschen mehr überzeugt als die Mission davor, muss ich mal sagen. Das war schon eine etwas bessere Mission. Helikopter. Menendez gesamte Armee. Seine Söldner. Das sind Dutzende. Moment, da. Genau da. Seht ihr das? Das ist er, das ist er. Oh ja, das scheint jemand zu sein. Das Bild ist weg. Der Falco stört die Signale. Ja, Sprengsätze. Beim Atrium den Weg abschneiden. Okay, irgendwie ein bisschen unübersichtlich gerade, aber jetzt Was ist hier los? Zu bewaffnen. Hey, 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 hören Sie. Konzentration. Okay. Okay. Sie müssen das tun. Okay, die Sicherheitsaufgabe. Haben wir nicht noch unsere PDW? Was ist passiert? Ja, da ist er ja. Falco hat vor dem Nachtclub eine Bombe gezündet. Er hat das Mädchen. Gib uns Zugriff auf die Kameras auf diesem Deck. Okay, ich würde mal sagen, wir machen hier erstmal kurz Interaktion. Was haben wir dahinter Schönes? Ein Taser-Schlagring. Jawohl. Das ist so ein geiles Ding, ey. Oh, jawohl. Jawohl. Gut, weiter geht's. Er ist im Einkaufszentrum. Dann los! Ich höre schon wieder PDWs. Und ich würde sagen, wir schießen erstmal kurz eine Granate rüber. Ne, das hat nichts gebracht, okay. So, hier rüber. Da, die Köpfe wegblasen. Na, hopp. Komm schon. Das mache ich mal kurz mit der hier. Boah, irgendwie hat die gerade voll den Rückstoß, keine Ahnung. Egal, wir machen mal weiter die Mission und knallen nicht mal weiter ab. Vielleicht können wir die von hier auch besser nehmen. Gut. Warum sind die denn alle so rot umrandet, Mensch? Denken die, ich wäre zu doof, einen Feind zu erkennen? LOL! Das war nie im Leben ein Zivi! Das waren zwei Feinde und da kam, ich hätte auf Zivilisten gefreut. Willst du mich eigentlich verarschen? Willst du mich eigentlich verarschen? Boah, leck mich doch mal. Schau, das sind zwei Feinde hier. Los, ja, ich weiß, das war ein Zivilist. So, weiter geht's. So, fick dich. Und du auch. Stirb doch, Mann. Gut. Ich muss hier erstmal nachladen, kurz. So, da geht's weiter. Was hat denn der? Eine Emta? Ne, die Emta, die mag ich nicht so. Sperren wir mal ein bisschen drauf, so, wie geht's... Uah, alter Schwede. Wo geht's denn jetzt eigentlich weiter? Ich denke mal hier lang. Ja, genau. Ja, er verlässt das Einkaufszentrum. Dieser scheiß Penner macht mich echt krass. Farid, du musst Falcos Zünder stören. Ich arbeite dran. Öffnen. Na los, schieb. Los, hopp. Und, oh Mann, so eine Tür wird doch nicht so schwer sein. Meine Fresse, komm. So, perfekt, super. Da drüben gibt es noch Interaktion, das wollte ich eigentlich noch machen. Warte mal, was ist denn da? Ja, da können wir wieder unser Zugangskit benutzen. Jawohl, Mann, ein AGR. Kannst du eine AGD-Einheit bei Station 55 hacken? Station 55! 55, hab sie! Setze Parameter. ID-Bewachung und Schutz. So, da sehe ich jetzt erstmal keinen Feind. Das sind AGDs. Die Systeme sind jetzt zur Terroristenabwehr bereit. Die Sicherheitssysteme erkennen bewaffnetes Personal als feindlich. Gilt das auch für den Feind? Ohne Ausnahme. Okay, gut. Da ist noch ein Heli. Und wo habe ich denn noch Feinde? Da ist noch ein AGD, beziehungsweise AGR, wie er im Multiplayer heißt. Ich bevorzuge auch AGR. Aber jetzt hauen wir hier erstmal kurz ein bisschen drauf, und zwar hier hinter. Wir haben keine Granaten mehr, scheiße. Wir rennen mal hier vor ein bisschen. So, da haben wir einen. Und da, los, triff doch! Alter. Blenden. Alter Schwede, ey. So, das wäre kaputt. Gut, haben wir uns nochmal gerettet.
So, wo geht's denn hier weiter? Erstmal in den Pool baden gehen? Nee, doch nicht. Können wir schwimmen? Ja, wir können schwimmen. Das ist ja cool. Oh, das ist cool. Vor allem, die merken uns irgendwie nicht. Ja, doch, die merken uns. Ach, du liebe Scheiße. So, da hoch geht's weiter. Multikill. So. Wir haben noch 32 Muni, dann brauchen wir dringend eine neue Waffe. LOL! Dreckiger Feind! Jetzt nehme ich mir die Hamre hier auf. Haben wir wenigstens mal ein Dings visiert? Das ist auch nicht schlecht. Außerdem ist die Hamre an sich eine richtig geile Waffe. So, weiter geht's. Los. Ich muss mal kurz Muni wechseln. Hier Magazin wechseln, meine ich natürlich. Boah, Hamre mit... Ach du liebe Scheiße! AGD! Alter! Direkt vor mir so ein Scheißding. Nein, Mann, wir verlieren ihn nicht, ey. Die AGD steht mir nur im Weg. Na los, verreck. So, der war schon kaputt. So, ich müsste eigentlich nachladen. Verpiss dich. Such dir ein anderes Opfer. Ihr müsst euch beeilen. Er ist fast am Evakuierungsdeck. Der Falcon nimmt viel auf sich, um diese Frau zu kriegen. Er wird nicht zögern, Kolossus zu versenken und seine Spur zu verwischen. Ach, Mann! Alter, ich konnte da nichts anderes als durchrennen, Mann. Ich musste nachladen und wir müssen auch so schnell wie möglich zu DeFalco. Boah, Alter, das ist echt stressig gerade. So, jetzt haben wir hier noch die Hamre. Die Hamre ist nicht so toll. Ich brauche eine andere Waffe. Ich brauche dringend eine andere Waffe. So, wir müssen nachladen auf der Hamre. Ihr müsst euch beeilen. Er ist fast am Evakuierungsdeck. Die Falcon nimmt okay. Viel auf sich, um diese Frau zu kriegen. Er wird nicht zögern, Kolossus zu versenken und seine Spuren zu verwischen. Boah, leck mich doch am Arsch. Komm schon, wir verlieren ihn schon. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Lol, wie schnell der auf einmal war. Okay, los, weiter, weiter, weiter. Der blinkt schon ziemlich stark. Ich nehme eine Pistole in die Hand, dass wir schneller rennen können. Meine Güte, ich weiß nicht, was das bedeutet, dass der blinkt. Ob das jetzt schlecht ist oder... wahrscheinlich ist es eher schlecht, weil alles, was rot blinkt, ist immer schlecht. Da ist er! Verdammt! Das war's dann wohl, ha? Zurück zu Obama. Wieso ist das Mädchen so wichtig für Menendez? Mann, die Anstrengung hat sich ja gar nicht gelohnt. Meine Güte, ey. Boah, das war echt eine stressige Mission, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Weil, na gut. Wir hatten auch eine scheiß Waffe. Im Multiplayer habe ich die Hamre irgendwie besser im Sinn. Aber vielleicht ist es auch wegen dem Dual-Band. Naja, wir haben jetzt noch ein paar Story-Missionen, die wir machen müssen. Ich weiß nicht, wie viele denn noch. Steht das hier irgendwo? Neue Eingriffstruppenmission. Also wir haben jetzt noch eine Eingriffstruppenmission. Und hier haben wir noch eine mit einem Rückblick. Leide mit mir. Gut, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich erstmal von euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Call of Duty Black Ops 2 wieder. Bis dann, ciao!